Herzlich willkommen bei WeMove, der Talk. Wir reden übers Laufen. Und nicht so wie sonst im WeMove Running Store, sondern wir sind zu Gast auf dem Platz des Wiener Leichtathletikverbandes im LAZ in Prater. So können wir alle Corona-Auflagen zu 100 oder sogar 150% einhalten. Meine Gäste heute sind zwei Superstars der heimischen Laufszene, Günter Weidlinger und Elisabeth Niederer. Und die beiden, die vereinen ungefähr 1 Million Staatsmeisterinnen und Staatsmeistertitel in zwei Personen. Aber genau darüber möchte ich heute nicht reden, sondern darüber, wie Corona das jeder Mann und jeder Frau Laufen verändert hat. Corona hat den Laufsport grundlegend für mich verändert, weil die Wettkämpfe ja komplett weggefallen sind oder zumindest komplett reduziert waren. Und ich habe für mich deshalb wieder mehr das Trailrunning entdeckt. Erstens einmal, weil man da in der Natur ist und tendenziell natürlich weniger Kontakt hat zu anderen Leuten. Aber auch, weil ich natürlich ein bisschen mehr Zeit gehabt habe durch die veränderte Situation. Und da kann man natürlich dann neue Strecken erkunden, den Wald mehr genießen und einfach das Trailrunning per se mehr ausleben. Der Akku ist auch schon ganz aufgeregt. Natürlich auch für den Hund ist es auch super, weil der kommt mehr in die Natur, gell? Ja. Ich finde das aber ganz gut, weil dazu bleibt auf dem Alltag zu wenig Zeit, weil es ist eben ein bisschen eine Fahrzeit wohin, wenn man nicht direkt neben einem Wald wohnt. Günther, Wien kennen die Lisi und ich, wie sind das in Linz? Wird da auch gerannt, als würde es morgen verboten werden? Ja, auf jeden Fall. Also an der Donaulände in Linz ist verdammt viel los. Die Leute wollen sich bewegen, die Leute rennen auf und ab. Also man sieht sie auch laufen, wo man sie sonst nicht laufen sieht, auch mitten durch die Stadt. Manche laufen auch die normalen Wettkampfstrecken, die es sonst so gibt, in Linz einfach ab, um halt dabei gewesen zu sein, auch wenn es keinen Wettkampf gegeben hat. Und auch bei mir zu Hause, also bei meinem Haus vorbei, sehe ich so viele Leute, die ich das ganze Jahr nicht sehe, spazieren gehen oder laufen oder Radfahren. Also von dem her hat Corona vielleicht sogar was Positives gehabt, weil die Leute rausgegangen sind, weil sie mehr Zeit für das verwenden, dass sie sich auch alleine dann bewegen oder mit der Familie bewegen. Was natürlich ein Riesenminus war, ist, dass die Leute nicht zeigen konnten, was sie an Leistung drauf haben, weil es einfach keine Wettkämpfe mehr gegeben hat. Ich komme zu den Wettkämpfen später. Die Lisi hat das vorher angeschnitten, dass wenn man den Menschen zuschaut, wie sie laufen, man sich ab und zu denkt, Alter, vielleicht sollte dir schon jemand sagen, wie Laufen funktioniert. Es ist doch nur Laufen. Hast du diese Bedenken auch, dass da viele Leute vielleicht irgendwie mit Holzpantoffeln irgendwie sich selbst kaputt machen? Oder geht es mal darum, liebe Leute, bewegt euch und alles andere ist, wie es der große Trainer gesagt hat, primär? Ja, beides ein bisschen. Also ich bin ja auch Personal Coach und betreue Athleten und Athletinnen. Und dann achtet man natürlich drauf, was die falsch machen oder wie sie laufen und was sie besser anders machen sollten. Aber primär würde ich mal sagen, ist es schon mal gut, dass sie rausgehen, dass sie sich bewegen wollen. Das ist einmal der erste Schritt. Und wenn man dann noch die Möglichkeit kriegt, wie zum Beispiel jetzt, durch das, dass wir uns unterhalten und sich die Leute das anschauen und dann vielleicht noch merken, hey, da könnte ich noch ein bisschen mehr aus dem Ganzen rausholen, einfach noch gesünder Sport treiben, noch besser Sport treiben und noch fitter werden, dann hat man ja schon gewonnen damit. Weil das Wichtigste ist immer, den inneren Schweinehund zu überwinden und wirklich rauszugehen und sich bewegen. Vor allem die, die es sonst nicht gemacht haben. Also sehr wohl habe ich das beobachtet, dass es Laufstile oder halt Personen gibt, die es besser so nicht machen würden. Aber ja, wenn man jetzt damit mithelfen kann, damit sie eben besser werden oder richtiger das Ganze machen, gesünder das Ganze dann machen, dann ist es ja trotzdem gut. Ist Laufen für dich immer noch eine Leidenschaft oder ist es einfach, wo du denkst, okay, das ist für mich ein Geschäft? Treestyle ist eben dein, ich sage es mal, dein Coaching-Center. Da fängst du Menschen ein, die Laufen vernünftig lernen wollen. Du bist Personal Coach, Günther. Aber ist Laufen noch etwas Emotionales für euch oder ist es ein Geschäftsmodell?
Also für mich ist es primär, um bei dem Wort zu bleiben, primär schon was Emotionales im Sinne davon, dass ich einfach dadurch Stress abbaue, dass ich einen Ausgleich schaffe. Und das Witzige ist, mich begleitet zwar der Sport den ganzen Tag in der Betreuung, aber das Laufen für mich ist so ein bisschen auch die persönliche Auszeit. Gerade jetzt, wo man vielleicht mehr Zeit zu Hause verbringt, mehr im Homeoffice, wo das dann auch immer ist, ist es natürlich ein Ausgleich. Ich sehe es auch so und ich verstehe auch viele nicht, die dann einfach abrupt zum Laufen aufhören. Für mich war das, bevor ich Wettkämpfe gemacht habe, schon ein Teil meines Lebens und für mich ist jetzt auch noch wichtig. Und wenn ich jetzt einen Wettkampf mache, ist das eher aus Gründen, würde ich schon sagen, eher Marketing, weil ich müsste mich ja jetzt nicht mehr quälen. Also ganz im Gegenteil, ich könnte sagen, ich laufe dreimal in der Woche Gesundheitssport oder mit meinem Hund, dass der rauskommt und das war's. Aber natürlich, wenn meine Athleten sagen, sie starten alle beim Linz-Marathon, ja, dann habe ich natürlich ein besseres Gefühl, wenn ich sage, okay, ich bin da vielleicht auch dabei, ich laufe vielleicht auch einen Bewerb und kann mich da dann auch mit meinen Kunden besser identifizieren und vermittle denen auch das Gefühl, okay, die war dort am Start, die kennt sie dort aus. Ja. Ich bin aber sicher, würde ich das nicht machen, würde ich keine Wettkämpfe laufen, wäre ich genauso authentisch, weil ich einfach schon seit 20 Jahren laufe. Ja. Also ich glaube, das ist von beiden ein bisschen, es ist aber einfach so, dass es mir Spaß macht und solange es mir Spaß macht zu laufen, mache ich es. Und vor allem jetzt, wo ich nicht mehr Profi bin, das wirst du vielleicht auch bestätigen, besteht halt endlich die Möglichkeit, dass ich alles mache, was ich vorher nicht machen durfte. Also ich kann 100 Kilometer laufen, wenn ich will, ich kann bergab, bergauf laufen, ich kann Hindernis laufen, ich kann alles das machen, was ich eben als Profi nicht durfte oder was nicht förderlich war. Und das ist halt schon eine große Freiheit, wenn man da vorher in so einem Art Käfig war und dann nur gewisse Sachen machen durfte. Also so ist es für mich. Ja. Hast du diesen Käfig auch verlassen, Günther? Jetzt darfst du endlich freudvoll laufen. Jetzt ist es nicht mehr der Knecht, der Plan, der dich zwingt, immer auf der Bahn deppert im Kreis zu happeln. Ja, na, auf jeden Fall. Es ist für mich ist es absolut Leidenschaft, auch wenn ich meine Brötchen, wie es die Elise schon gesagt hat, beim Linz-Donau-Marathon verdiene, durch die Organisation des Ganzen und auch eben dann nebenberuflich noch tätig bin, auch im Laufsport oder im Sportsektor. Es ist für mich absolutes Hobby und absolute Leidenschaft, mich zu bewegen. Ich habe überhaupt keinen Druck mehr. Ich laufe auch absolut keine Strecken mehr, die ich früher im Training gelaufen bin. Also auch nicht dieselben ersten Kilometer vom Haus weg, weil ich dann immer auf die Uhr schauen würde und vergleichen würde. Und dementsprechend Genussläufer pur. Und ich bin wirklich vom Profi zum absoluten Genuss- und Gesundheitssportler geworden. Mache auch quasi keine schnellen Kilometer mehr im Training. Es macht einfach Spaß, die anderen Leute mitzubegleiten und mitzureißen. Das finde ich brutal, wenn du sagst, du machst keine schnellen Kilometer mehr. ich habe dich ja, glaube ich, bei uns beim Wolfgangslauf einmal gesehen. Ja. Da bin ich in 10er gelaufen und du hast mir dann deine Zeit gesagt, mit der du gelaufen bist. Der ist am 5er gelaufen. Also wie geht's euch da, wenn Kunden zu euch kommen, Leute, die gern laufen wollen und sagen, ich möchte einmal im Leben einen Halbmarathon laufen, die haben ja oft einmal genau überhaupt keine Vorstellung, was das eigentlich bedeutet oder was das für Zeiten sind. Muss man da ab und zu den Fokus zurechtrücken, den Leuten sagen, du, unter 2 Stunden läuft vielleicht eine Person auf dieser Welt die Marathondistanz. Der Günther ist 2:10:47 war deine. Also das ist ungefähr 1:20 schneller, als ich einen Marathon jemals laufen werde. Aber wie geht das? Mit was für Vorstellungen kommen die Leute zu euch? Bei mir kommen die Leute, bevor sie mir groß was erzählen wollen, direkt zum Laktattest. Mhm. Ja? Und sobald ich den Test gemacht habe, sind eigentlich die Karten am Tisch. Ja, also da gibt es dann gar keine. Aber nicht für die Leute. Nein, doch, für die Personen auch, weil du kannst mit dem Test relativ genau Wettkampfprognosen abliefern, beziehungsweise alleine schon anhand der Schwellen, anhand der Trainingsbereiche ist ja einiges klar. Ja. Und was ich oft die Erfahrung mache, ist, dass Personen zu mir kommen, genauso wie du gesagt hast, und noch nie einen Halbmarathon laufen, sondern sagen, ich möchte den unter 1,30 laufen. Ja. Und jetzt, das ist jetzt so für einen Durchschnittsläufer schon sehr, sehr flott. Ja. Ja, und ich sage dann, okay, gut, das kann ich mir vorher erzählen, machen wir mal den Test. Ja, und das Witzige ist, dann kommt oft raus, die Prognose oder die Leistungsfähigkeit liegt vielleicht so bei 1,50 oder sagen wir bei 1,45. Ja. Und die Leute verlieren oft die Relation, da ist ja die ganz stinknormale Prozentrechnung dann oft gut, weil die sehen, 15 Minuten sind 15 Minuten. Und wenn das von 2 Stunden am Halbmarathon 1,45 ist und so habe ich mich gesteigert innerhalb von einem halben Jahr, dann kann ich doch wieder 15 Minuten ganz easy von 1,45 auf 1,30
30. Und ich erkläre ihnen dann, naja, so ganz so einfach geht es nicht. Und wenn mir wer gar keinen Glauben schenkt, dann hat er eben die Rohdaten vom Test. Ja, aber man muss die Leute da schon oft ein bisschen runterholen, weil die überschätzen sie dann schon. Und als Trainer hat man halt das Problem, wenn du dann mit denen arbeitest und die sind im Glauben, sie schaffen das und sie schaffen es dann nicht, dann fällt sie auf den Trainer zurück, weil du hast ihnen quasi falsche Hoffnungen gemacht. Also so sehe ich das. Ja. Also ich bin ja kein Sportwissenschaftler, in dem Sinn mache ich keine Laktattests selber an den Athleten, sondern wenn, dann schicke ich sie zum Mediziner oder zum Sportwissenschaftler zum Testen. Meine ersten Trainings mache ich meistens wirklich auf der Straße und gehe mit den Leuten einmal laufen, checke einmal ab, wie sie sich verhalten bei verschiedensten Geschwindigkeiten, wenn man unterwegs ist. Und dann kann man immer noch einen Test anhängen oder kann man mal schauen, was die Leute dann wirklich drauf haben. Und dann, ich unterhalte mich gern während dem Laufen, während dem Sport mit den Leuten, was sie für Ziele haben. Da kriegt man schon relativ viel raus aus ihnen. Und wo ich ja den meisten Kunden Kontakt habe, weil einfach viele, viele Leute zusammenkommen, das sind halt einfach diese Lauftreffs, die wir in Linz anbieten beim Marathon, wo wir mit 100, 120 Leuten laufen. Und wo dann die meisten Fragen kommen und wo man dann sieht, wenn man so ein bisschen durch die Gegend schaut, wie groß die Ohren wären von allen anderen, die dann so noch mitlaufen, die quasi jede Information aufsaugen wie ein Schwamm. Und das macht mir eigentlich am meisten Freude, wenn man die Leute dann einfach die Tipps geben kann. Und ich bin ja nicht der dann aus jedem Tipp ein Geld machen will, sondern ich gebe die Tipps einfach auch gerne her, weil ich will, dass die Leute weiterkommen. Und das liegt irgendwo in meinem Blut. Darum mache ich auch viele ehrenamtliche Jobs quasi. Und ich glaube, da hilft mir der Linz-Marathon schon weiter, weil ich ja da nicht auf jeden einzelnen Kunden schaue, sondern darauf schaue, dass wir wirklich wieder 20.000 Starter an der Linie haben dann. Mein schönster Tipp, den er mir gegeben hat, war, da war er mal hier, um mit dem Weekly Long Run zu laufen. Da war das Wetter enden wollend gut und es waren viele Lachen da. Es hat viel geschneit und es war windig. Und wir sind ja irgendwo im Prater gelaufen und der Günther sagt, da ist ein Lacken und ihr rennt jetzt alle einfach einmal in die Lacken rein, weil dann haben wir das Thema nasse Füße einfach hinter uns. Und dann brauchen wir nicht mehr darüber diskutieren, ob wir jetzt irgendwie nasse Füße oder nicht. So einfach, wir haben alle nasse Füße und wir rennen trotzdem und aus. Und das genau war so ist perfekt. Es. Keiner hat sich irgendwie angeschissen. Oder so. Und am Anfang ist ja immer so, man springt irgendwie so über die Lacken so drüber, so dass man ja nicht irgendwie nass wird. Und wenn das mal erledigt ist, dann läuft man einfach auch runter, weil man schaut ja nur noch auf die Lacken, man schaut ja nicht mehr, dass es locker geht und gut geht, sondern man schaut nur noch, dass die Schuhe nicht nass und dreckig werden, was sowieso Humbug ist, weil irgendwann werden sie nass und dreckig. Und dementsprechend in die erste Latschen rein und erledigt ist die Geschichte. Apropos dreckig werden, Lisi, du bist ja quasi jetzt aufs Traillaufen auch gekommen. Du hast gerade in Kärnten, glaube ich, am Wörthersee in Velten so ein Traillauf-Camp gemacht. Die Leute wollen ja dreckig werden. Ja, dreckig ist das eine, Abenteuer, Abstand und vor allem in der Stadt einfach raus in die Natur ist das andere. Ich habe das Trailrunning eigentlich immer schon praktiziert, ich habe es früher noch nicht so benannt. Ja. Und was ich einfach jetzt in der Zeit ganz wichtig finde, ist, die Leute wollen nicht so dicht gedrängt sein, sie brauchen Freiheit, Abstand. Und Trailrunning ist einfach, sage ich mal, das Natürlichste. Mhm. Und da fällt automatisch dieser Leistungs- und Zeitdruck weg, weil du kannst im Gelände nicht die einen Kilometerschnitt halten, du kannst die oft nicht einmal an die Pulsvorgaben halten. Und das gehört natürlich abgestimmt mit dem restlichen Trainingsplan, denn man kann jetzt nicht nur Trail machen, aber ich finde es einfach eine schöne Abwechslung und Ergänzung. Und vor allem, was ich total arg finde, deshalb ist ja das Beispiel mit der Lacken so super, die Leute haben das natürliche Laufen verlernt. Ja? Die sagen, oh Gott, nein, das ist nicht am Asphalt, das ist eine Wiese, das ist ein Dreck oder das sind irgendwie Wurzeln. Himmel, Natur, gell? Ja, die können das gar nicht mehr so, was Kinder ganz normal machen. Die schicken wir in den Wald, sage ich mal, spülen oder auf die Wiesen. Das geht total verloren. Und damit geht die Feinmotorik, die Koordination, die Reaktionsfähigkeit, alles verloren. Ja? Und ich finde, jeder Läufer sollte ab und zu im Gelände laufen. In Oberösterreich ist es ja irgendwie ein bisschen leichter, weil da hast du gar nicht so viele flache Strecken immer. In Wien habe ich meine Läufe erst erziehen müssen,
wissen, dass Trail nicht bedeutet, auf der Pferdestrecke am Prater zu laufen oder daneben. Da ist der Veranstalter von einem der größten Straßenläufe. Und jetzt sagen wir, liebe Leute, geht ins Gelände, Kamensch braucht die Straße. Willst du uns gerade ein bisschen würgen? Nein, überhaupt nicht. Das ist ja, also genau wie du sagst, das ist ergänzend. Also fürs Training ist das Gelände ja ein Traum. Ich trainiere mein Fußgelenk, ich trainiere das Fußgewölbe, ich trainiere jeden Rezeptor im Fuß und es gibt ja so viele in die Füße und das muss man alles einmal irgendwo auch trainiert haben, damit man dann auf der Straße schnell ist. Und ich sage immer, der Crosslauf ist ja die Mutter des Laufsports. Der Crosslauf müsste noch viel, viel mehr gefördert werden, weil aus dem Crosslauf kommen alle guten Läufer hervor. Also wer gut im Cross ist, ist auch gut auf der Straße, ist gut auf der Laufbahn. Und dementsprechend finde ich es ja nur gut, wenn die Leute im Gelände trainieren, dann aber zurückkommen auf die Straße und bei uns dann den Marathon laufen. Also das ist natürlich schon ganz wichtig, aber man kann es ja auch kombinieren, das Ganze. Es muss ja nicht immer nur links und rechts sein, sondern es geht halt auch einmal der Mittelweg und dann nicht nur in der Mitte nebeneinander, sondern in der Mitte miteinander. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und so können wir den Laufsport, den Läufer, den Menschen weiterentwickeln und noch besser, noch fitter und noch gesünder machen. Ist das der Tod des Laufsports, wenn es keine Bewerber gibt? Oder wie geht es dir erstens als Marathonläufer, als Veranstalter, aber auch als Veranstalter des Linz-Marathons damit, dass aus nachvollziehbaren Gründen gerade keine Massenveranstaltungen möglich sind? Ja, für uns war es ja ein Riesenschock. Wir haben ja am 9. März unseren Entschluss gehabt, am 10. März kamen dann die ganzen Absagen der Marathons, auch unserer wurde dann abgesagt. Und das war für uns natürlich schon ein Riesenschock, dass wir den Linz-Marathon, die Traditionsveranstaltung, nicht durchführen können. Dann hat es die ganzen Virtual Runs gegeben über den Sommer, im Herbst. Die Leute haben es mitunter angenommen, aber nicht so, wie es wirklich sein sollte. Was überraschend war, weil sie ja trotzdem sehr, sehr viel gelaufen sind. Also es sind ja mehr Leute gelaufen, viele, viel mehr Kilometer abgespult worden als sonst in irgendeinem anderen Jahr. Aber ist so ein Virtual Run wirklich irgendwie vergleichbar mit irgendwie am Lauf, wo dann irgendwie... Nein, es ist nicht dasselbe, du hast vollkommen recht, aber als Läufer hat man trotzdem irgendwo den Drang, das, was man kann, zu zeigen. Wegen dem läuft man ja beim Wettkampf mit, sonst bräuchte ich ja gar keine Wettkämpfe, wenn es um das nicht mehr geht, dass ich nicht mehr zeigen will, was ich eigentlich trainiert habe, was ich eigentlich zu leisten imstande bin. Und aber zurück zu dem, nachdem jetzt viel mehr Leute laufen, habe ich eigentlich nicht die Sorge, dass sie nicht mehr zum Wettkampf zurückkehren, weil auch die neuen Leute, die jetzt zu laufen begonnen haben, wollen sich vielleicht irgendwann einmal messen oder wollen vielleicht irgendwann einmal bei so einer Massenveranstaltung auch mit dabei sein, weil sie mal sehen, hey, mein Freund, mein Nachbar, mein Kollege hat das schon mal gemacht und da will ich doch auch einmal dabei sein. Ich will doch auch einmal das Gefühl haben jetzt, wenn ich jetzt schon so viel alleine gelaufen bin, auch einmal in der Masse zu laufen, auch einmal eine abgemessene Strecke zu laufen, einfach mal was zu machen, was sonst normal war und jetzt dann hoffentlich bald wieder normal wird. Und dementsprechend habe ich jetzt keine Sorge, dass wir zu wenig Läuferinnen und Läufer haben. Was aber der Fall sein wird, ist, dass jeder Veranstalter natürlich um die Läuferinnen und Läufer ein bisschen unter Anführungszeichen kämpfen muss, weil es jetzt viele Veranstaltungen gibt, die in kurzem Zeitraum stattfinden. Wenn sie stattfinden. Und ich hoffe natürlich, dass sie im Herbst nächstes Jahr dann stattfinden werden. Und dementsprechend wird es sicherlich schwierig werden, auch für uns Veranstalter, um die Läuferschar quasi zu kämpfen, wer bei uns läuft, wer bei einem anderen Marathon läuft. Aber ich glaube sehr wohl, dass sie kommen werden, dass sie heiß sind drauf. Vielleicht noch nicht im 21er Jahr in der breiten Masse, aber dann 22, 23, glaube ich, wird es wieder steil bergauf gehen mit den Teilnehmern. Und auf das setzen wir und dahingehend bereiten wir uns auch vor natürlich. Da draußen rennen tausende Menschen, die durch Homeoffice, Kurzarbeit, aber auch weil alles andere zu hat, einfach zum Laufen gekommen sind. Werden die uns als Läuferinnen, als Läufer erhalten bleiben oder werden die sofort wieder alle in die Fitnesscenter gehen oder werden die irgendwie wieder ins Kaffeehaus gehen? Also werden wir dieses Laufen in die Wirklichkeit nach Corona mitnehmen können? Ich denke, einige werden wieder wegfallen. Ich wollte da nämlich auch noch anmerken bezüglich Wettkämpfen und so weiter. Bei meinen Athleten sehe ich oft, wenn der Wettkampf fehlt, ist die Motivation total weg. Also ich habe solche und solche, ich habe komplette Anfänger, ich habe so ambitionierte Hobbyläufer und welche, die trainieren nur für einen Wettkampf. Und durch diese Wettkampfabsagen sind manche einfach, haben gesagt, okay, ich will keinen Plan mehr, ich will kein Training mehr, ich trainiere just for fun. Ja? Und ich finde,
es ist einfach auch wichtig, dass man sagt, okay, Laufen für die Gesundheit, Laufen für die ganze, für das ganze Wohlbefinden, und der Wettkampf ist sozusagen dann dieses Sahnehäubchen. Ja? Und dass man schon im Hinterkopf hat, wie der Günther auch gesagt hat, es werden wieder Wettkämpfe stattfinden und ich bereite mich quasi vor für den Tag X, wann der dann sein wird, das steht jetzt noch nicht ganz sicher fest, aber man sollte das schon im Hinterkopf haben, nämlich nicht einfach aufhören, nur weil kein Wettkampf ist, weil das ist das, was ich eher erlebt habe. Es sind schon nicht sportliche Leute auf einmal zu Läufern worden, aber die, die eigentlich voll motiviert waren, sind teilweise demotiviert, trainieren wochenlang gar nichts, weil eben kein Wettkampf ist. Und da finde ich, muss man einen guten Mittelweg finden, dass man sagt, ich trainiere trotzdem weiter, aber wenn jetzt nicht unmittelbar was vor der Tür steht, weil es wird wieder einen Wettkampf geben und außerdem muss ich mich ja trotzdem in Form halten. Ja. Danke an euch beide, dass ihr den Weg, du extra aus Linz hierher gefunden hast, du aus dem Freestyle-Studio in 1090, das ist auch fein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass der WLV uns hier heute sozusagen Asyl gegeben hat, dass wir hier auf diesem leider für die meisten Menschen gerade gesperrten Sportplatz drehen, plaudern durften. Das war WeMove, der Talk. Wir reden übers Laufen und wir reden zwar gerne übers Laufen, aber was wir noch lieber machen, ist Laufen. Liebe Leute, lauft. Danke und bis bald. Ciao.